Hallo liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem Januar. Wir schauen uns gleich an, was euch alles erwartet im neuen Monat. Bitte schaut euch auch unbedingt euren Aszendenten an und euer Mondzeichen. Lasst uns loslegen, liebe Skorpione, wie sieht's denn da aus im Januar bei euch? Was erwartet euch? Was erwartet euch im Januar? Okay, dann schauen wir uns noch die Liebe an. Eine Karte für die Liebe, die ich bestimmt noch vertiefen werde. Beruf oder Finanzen, eine Karte. Seelischer Zustand. Ratschlag gibt es später, zum Schluss. Eine Manara-Karte ziehe ich noch für euch. Entschuldigung, meine Stimme. Okay, dann lasst uns loslegen. Liebe Skorpione, was haben wir denn hier bei euch? Also der Januar hat wahrscheinlich bei euch das Hauptthema Arbeit. Es kann sein, dass ihr vorwärts kommen möchtet, dass ihr beruflich irgendwas Bestimmtes erreichen möchtet, dass ihr euch sehr bemüht. Januar könnte auch ein Monat des Sparens sein, ja? Vielleicht habt ihr irgendein Ziel, vielleicht habt ihr euch irgendwas vorgenommen, vielleicht möchtet ihr euch irgendwas zulegen und werdet das Geld beisammenhalten oder zusammenhalten, ja? Diese Tendenz gibt es auch. Wisst ihr was? Hier könnte zum Beispiel auch so eine Situation sein, dass ihr irgendeine Frau ein bisschen lockern möchtet, ganz egal wer das ist. Ihr möchtet, dass eine Frau vielleicht etwas überdenkt, dass sie in Bezug auf irgendeine Situation ein bisschen lockerer wird, ja? Wird es euch gelingen? Wahrscheinlich nein. Das sage ich euch ganz ehrlich, ja, weil hier ist eine Dame mit einer sehr harten Energie, mit einer sehr stabilen Energie, die man nicht vom Platze bewegen kann, deren Prinzipien man nicht lockern kann, nicht verändern kann, ja. Also sie lässt mit sich nicht sprechen. So würde ich das hier zusammenfassen als Fazit bei dieser Dame. Oder ihr seid selbst in dieser Energie. Das kann auch sein, ja. Auch wenn mir Männer zuschauen. Königinnen sind nicht immer weiblich, ja, und Könige sind nicht immer männlich. Wobei das natürlich überwiegt, ja, aber es ist halt eben nicht immer so. Also es könnte hier auch sein, liebe Männer, dass ihr selbst in dieser Energie seid oder liebe Damen, ihr seid in dieser Energie oder ihr habt generell mit so einer Person zu tun. Ich habe hier eine sehr starke Tendenz, dass ihr wirklich für irgendwas spart. Wird es euch im Januar gelingen? Ja. Liebe Skorpione, es wird euch im Januar gelingen. Okay, dann lasst uns die Liebe anschauen. Das war die erste Karte. Oh, was ist denn hier los? Ein gebrochenes Herz. Eieiei. Dann lass uns mal schauen, was sich hier verbirgt.
Letzte Gefühle. Na schaut, liebe Damen, ihr könntet zum Beispiel ein Date haben, das nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Es könnte sein, dass ihr, falls ihr vergeben, verheiratet seid, egal, ja, das gilt für beide, für Frauen, für Männer, egal. Ich schaue nicht auf Geschlechter, weil ich weiß, mir schauen auch Männer zu. Es könnte sein, dass ihr in eurer Beziehung einen Wunsch äußert. Ja, vielleicht wünscht ihr euch irgendeine Veränderung. Vielleicht besprecht ihr diese Veränderung mit eurem Partner. Und er nimmt das womöglich nicht so an. Ja, er, ich will nicht sagen, er ist dagegen, aber er enttäuscht euch, weil ich sehe hier, dass ihr so ein bisschen enttäuscht seid in Bezug auf einen Wunsch, den ihr habt. Es kann sein, dass sich irgendeine Bekanntschaft nicht so entwickelt, wie ihr euch das vorstellt. Weil die drei der Schwerter ist eben die erste Karte und sie färbt alle weiteren Karten, färbt sie an. Hier geht es generell erstmal um enttäuschende Gefühle. Hier sind enttäuschende Gefühle zu sehen. Und auch so ein bisschen die Tendenz, dass man hier nicht zueinander findet, weil beide bestimmte feste Vorstellungen haben und sich beide irgendwie nicht entgegenkommen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es ist, wie es ist, ja. Ich habe auch bei irgendeinem Video schon mal gesagt, das Leben ist kein Ponyhof und ich erzähle nicht nur Schönes. Ich sage, wie es ist. Ich sage, was ich hier sehe. Okay, berufliche Tendenz, berufliche Karte oder Karte der Finanzen, 10 der Münzen. Hier ist alles stabil, ja. Pech in der Liebe, Glück in den Finanzen, Glück im Beruf. Alles stabil, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, es könnte euch gelingen, dass ihr sehr gut sparen könnt oder dass ihr sehr gut Geld zurücklegen könnt. Es kann sogar sein, dass ihr sehr gutes Geld verdient im Januar, vielleicht mit irgendeiner Zusatzeinnahme. Ja, vielleicht findet ihr irgendwas, vielleicht macht ihr noch irgendwas nebenbei. Es fällt euch vielleicht auch schwer. Aber liebe Skorpione, ich sehe hier bei euch eine absolut tolle finanzielle Situation, eine finanzielle stabile Lage. Absolut stabil. Und bei einigen tatsächlich die Möglichkeit des guten Geldes, ja, einer guten Summe, die ihr hier verdienen könnt. Wird euch wahrscheinlich nicht so ganz leicht fallen. Also das Geld wird nicht vom Himmel fallen. Ihr werdet etwas tun. Aber positive Veränderung und sehr, sehr gute Finanzen. Ich sehe euch sowieso, ja, liebe Skorpione, das Hauptthema ist bei euch tatsächlich Beruf, Finanzen, habe ich das Gefühl im Januar. Vielleicht habt ihr schon vorher gespart, ja, weil ihr wisst im Januar, okay, habe ich diese oder jene Rechnung zu bezahlen, habe ich dieses und jenes zu erwarten. Und ihr habt euch womöglich schon vorbereitet, ja, dass man euch nicht an den Kragen kann, dass euch nichts passiert. Okay, seelischer Zustand. Lasst uns den mal anschauen, liebe Skorpione. Ja, so ein bisschen durcheinander, ja. Bisschen unruhig, der seelische Zustand von euch. Sehr für sich, sehr zurückgezogen. Sehr auf der Suche nach sich selbst, nach der Klarheit. Werdet ihr finden, liebe Skorpione? Was verursacht denn dieses Durcheinander bei euch? Vielleicht irgendwelche Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, ja? Vielleicht
Vielleicht möchtet ihr hier unbedingt ein Ziel erreichen. Vielleicht habt ihr Konkurrenz um euch herum, ja? Aber ihr kommt zur Klarheit. Ihr werdet euch zurückziehen, ihr werdet euch mit euch selbst beschäftigen, ja? Ihr werdet für euch einen Weg finden und den Weg auch gehen und dann in einem sehr schönen emotionalen Zustand. Okay, was rät euch denn das Tarot für den Januar, liebe Skorpione? Was rät euch das Tarot für den Januar? Welchen Ratschlag gibt euch hier das Tarot? Macht euch keine Sorgen um eure Finanzen, alles wird gut. Macht euch keine Sorgen um euren Beruf, alles wird gut. Diese Situation wird sich klären in der Zukunft. Ja, die Karte der Stern kann tatsächlich schon für Ende Januar stehen. Wunscherfüllung, ja. Januar, Ende Januar, Februar. Es kann sein, dass es euch ein bisschen schwerfallen wird, euch auf den Weg zu machen. Ja, um diese Wunscherfüllung hier zu bekommen. Aber die ist euch sehr wahrscheinlich sicher. Ja, so ein bisschen Lustlosigkeit könnte euch manchmal übermannen, ja. Aber nur für eine kurze Zeit. Okay, dann lasst uns anschauen, was euch noch das Manara sagt, das Manara-Deck. Sechs der Luft. Das hat hier nichts mit diesen finanziellen Dingen zu tun. Hier ist was anderes. Hier ist eine andere Energie. Könnte mit der Liebe zu tun haben. Generell mit eurer Ausstrahlung. Liebe Skorpione. Ihr werdet, je mehr ihr euch distanziert, ja, je mehr ihr so in diese unnahbare Energie geht, ja, desto anziehender werdet ihr sein. Desto anziehender wird euch euer Umfeld finden. Die Menschen um euch herum. Ja, vielleicht sogar Männer. Oder Frauen. Ja, also so eine gewisse Distanz. Wird dafür sorgen, dass man euch schön findet, dass man euch begehrenswert findet. Das für euch als Information. Vielen, vielen Dank, liebe Skorpione. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Januar. Und wenn ihr möchtet, werden wir uns demnächst wieder hören. Bis bald.